Na, wie läuft's? Ihr schafft das. Ich werde gleich auch erstmal ein bisschen was machen. Weh! Aber bis zu mir schaffst du das eh nicht. Du hast gerade nur die Schmetterlinge verscheucht. Guckt mal, was diese kleinen Räuber hier angestellt haben gestern. Als ich nach Hause gekommen bin, hätte ich die am liebsten alle an die Wand getackert. Irgendeiner von den Exemplaren hier, ne? Ihr kleinen Monster, haben die Geranie hier in den Topf rumgebuddelt. Jetzt muss ich das alles hier sauber machen. Miau. Und dann will ich den Salat einbuddeln irgendwo in die Erde, sonst geht er mir kaputt im Topf hier, in der Schüssel. Ja, auf jeden Fall muss ich das machen. Und die Kinder, die machen den Pool sauber. Über Nacht ist das Wasser raus, aber nicht alles. Ich zeige euch, was da jetzt gerade drin ist. Ja, da liegt noch einer. Miau. Monster. Haben meine Geranie aufgebuddelt. Das Wetter ist wieder herrlich heute. Nachts hat es die ganze Zeit geblubbert, ne, weil Dirk das Wasser rausgelassen hat. Und jetzt habe ich die Kinder, damit Papa das abends nicht machen muss, sollen die das machen. Das ist jetzt die Brühe, sehr unschön. Mama. Wenn du das tust, ne, dann bist du aber richtig dran. So sieht das hier aus. Der Pool muss einmal sauber gemacht werden. Und die Kinder erledigen das jetzt schnell. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Es ist Mittwoch, früher Nachmittag. Ich bin gerade von Ergo zurückgekommen, habe den Kindern ihre Aufgabe gegeben und stürze mich selbst in meine Aufgaben. Vorneweg möchte ich mich ganz herzlich bei euch allen für die vielen Glückwünsche zum Hochzeitstag bedanken. Dankeschön, das tut sehr gut und bedeutet mir wirklich sehr viel. Es waren ganz viele Kommentare und ich bin mega dankbar für jeden Einzelnen. Ja, und jetzt ab an die Arbeit. Genau, die Katzen haben gestern Abend hier die ganze Sauerei veranstaltet. Irgendeiner von den drei Pappnasen hat in dem Blumenpotter gebuddelt. Ja, und jetzt muss ich natürlich die ganze Erde hier erstmal wegmachen. Das habe ich gerade erledigt. Und dann geht es runter zu den Hochbeeten, wo ich dann die Pflanze, ich habe ja einen Salat, ne, so ein mit Ballen, ne, also mit Wurzel gekauft. Und bevor dieser Salat mehr im Haus einfach in dieser Schüssel mit Wasser eingeht, habe ich ihn jetzt in die Erde reingepflanzt. Dann zeige ich euch gerade meine Hochbeete, wo ich letztens ein paar Kräuter noch extra ausgesät habe. Ja, ist alles sehr gut aufgegangen. Ein bisschen Unkraut ist auch dabei, das zupfe ich jetzt ganz schnell weg. Hier war gerade wieder eine von den Katzen, manchmal könnte ich die echt alle anketten oder keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich da jetzt ein bisschen Unkraut weggemacht und mehr mache ich nicht im Garten, weil es einfach nicht wirklich mehr zu tun ist. Die Waschmaschinenladung von gestern, die Wäsche ist trocken, also nehme ich die ab. Bevor ich vorhin zu Ergo gefahren bin, habe ich die eine Waschmaschinenladung schon angemacht. Die ist jetzt auch fertig. Also hole ich die Wäsche raus und gehe nach draußen zum Aufhängen. Viel mehr habe ich euch bei der Hausarbeit heute gar nicht mitgenommen. Ich habe natürlich hier und da was gemacht, aber es ging einfach schneller, einfacher, ohne Kamera dabei zu haben, die man dann immer irgendwo hinstellen muss und mit sich hinschleppen muss und so weiter. War auch nichts irgendwie groß Weltbewegendes. Das ganz normale, alltägliche Zeugs, was man sowieso wie so ein Hamster im Rad täglich erledigen muss. Ja, jetzt wird die Wäsche einfach aufgehängt und dann kümmere ich mich schon um die Sachen, die ich gleich brauche fürs Abendessen. Zwischen
Wäsche aufhängen und kochen waren zwar ein paar andere Sachen noch, die ich erledigt habe, eben auch den Geschirrspüler zu Ende einstöpseln und so weiter. Und kurze Pause hatte ich auch, dann musste ich den Kindern helfen, die haben da irgendwas gebraucht, neue Tücher zum Pool auswischen und so weiter. Das habe ich jetzt nicht gefilmt. Ja, und jetzt bereite ich alles fürs Abendessen. Gerade sind meine Männer angekommen. Ja, also seit ich damit jetzt angefangen und schäle einfach die paar Kleinigkeiten, die ich brauche. Da es heute was mit Pilzen gibt, die ich gestern bei Kaufland im Angebot gekauft habe, muss ich jetzt die Pilze einmal sauber machen. Dafür habe ich dann noch für die Hackpilzpfanne habe ich ein paar Möhren, eine Zwiebel und Solo-Knoblauch geschält. Mehr kommt da bei mir nicht rein, also ich mache es mir heute wieder so einfach, wie es nur geht. Aber beim Kochen nehme ich euch natürlich auf jeden Fall etwas genauer, näher dran mit. Und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wir haben Mittwochabend 20 vor 6. Die Männer sind gerade nach Hause gekommen und ich bin dabei, Abendessen zu machen. So ganz viel habe ich heute nicht geschafft. Ich muss noch ein bisschen was tun. Wenn das Essen in Arbeit ist, werde ich noch, ich denke, Dirk ist dann bis dahin vielleicht schon fertig geduscht. Mal gucken, dann kann ich schnell das Badezimmer noch eventuell putzen und durchsaugen und so weiter. Auf jeden Fall, ich hatte ja heute noch einen Termin, halbe Stunde ist es dann immer meine letzte Stunde. Ergo, ich habe es mal gesagt, ich werde keinen weiteren Termin, kein weiteres Rezept anfordern, weil ich gerade einfach gar keine Zeit dafür habe. Ja, dann hatte Raffi heute noch Schule, der war aber schon da. Zwischenzeitlich hat heute mir eine Arbeit und einen Test und noch irgendwas auf jeden Fall. Anstrengenden Tag und zum Ausgleich habe ich die in den Pool geschickt. Nee, das haben sie jetzt erledigt, dann ist der Pool leer und kann zum Wochenende, wenn er getrocknet ist, verräumt werden. Muss ja auch gemacht werden. Ja, ich habe hier und da schon einiges an Kleinigkeiten erledigt. Zwischendurch ohne Kamera, war mir heute nicht ganz so danach. Ja, und jetzt bin ich dabei, das Abendessen fertig zu machen. Ich überlege nur gerade, was ich jetzt dafür am besten... Ich glaube, ich schäle jetzt einfach ein paar Kartoffeln und koche die gleich. Es gibt heute dann eben Kartoffeln mit einer Hackfleischpilzsoße. Oder Hackfleischpilzpfanne kann man das auch nennen. Ich habe jetzt gerade hier, es waren 300 Gramm nur, reicht für uns. 300 Gramm Champignons habe ich gerade geputzt und kleiner geschnitten und brate die einmal an. Ich werde die jetzt auch nur mit Salz ein bisschen würzen. Ich gebe jetzt auch noch ein bisschen was von dem Pilzerrounder dazu. Die Pilze, die werde ich jetzt nur kurz anbraten und dann hole ich die raus, damit ich den Rest hier anbraten kann, bevor dann alles zusammen fertig gegart wird. Ja. Und was ist dieses alles zusammen? Das zeige ich euch jetzt einfach. Ich muss nur einmal kurz hier umrühren. Das alles zusammen ist eine rote Zwiebel, zwei Möhren und eine Solo-Knoblauch. Ich denke, das reicht auch. Hier habe ich noch Hackfleisch. Eine kleine Packung hatte ich da. Ich weiß nicht, ist das überhaupt ein halbes Kilo? Wenn, dann ja, halbes Kilo halt. Logischerweise Salz, Pfeffer und so weiter, ne? Das gehört dazu. Und ich hole jetzt einfach mal schnell Kartoffeln.
bevor ich weiter mit der Soße mache, schäle ich einfach mal ein paar Kartoffeln und stelle die an. Und dann eventuell noch Salätchen dazu. So, ich habe jetzt die Kartoffeln geholt und die Pilze, also die Pfanne, habe ich jetzt erstmal ausgemacht. Das hat noch ein bisschen Zeit, ich lasse das aber erstmal auf dem Herd stehen und schäle ganz schnell ein paar Kartoffeln. Leider musste ich feststellen, dass ich gar nicht so viele Kartoffeln habe. Das, was gerade da in dem Bottich ist, ist auch wirklich alles. Für heute zum Abendessen reicht es aber. Ja, und die Kartoffeln, die schäle ich jetzt einfach und dann stelle ich sie an. Die Pfanne mit den Pilzen habe ich erstmal beiseite geschoben, damit die nicht verbrennen. Ist ja, naja, sowieso nicht ganz so viel davon, ne, von den Pilzen. Deswegen lieber auf Nummer sicher und nicht auf der heißen Herdplatte stehen lassen. Ja, die Kartoffeln werden ganz normal in Salzwasser dann gekocht, ne? Die stelle ich jetzt an und dann hole ich auch schon die Pilze raus und schneide die Zwiebel. Die wird dann als nächstes in der Pfanne angebraten. So ihr Lieben, die Kartoffeln habe ich jetzt angestellt, die Pilze gerade aus der Pfanne rausgeholt und als nächstes brate ich hier drinnen die Zwiebel an. Die schneide ich gerade klein und dann brate ich die Zwiebel an und dann reibe ich gleich noch die zwei kleinen Möhren. Die kommen auch noch dazu. Und anschließend, wenn die Zwiebeln und Möhren ein bisschen angebrutzelt sind, kommt das Hackfleisch rein, wird ein bisschen angebraten und dann kommen die Pilze zurück. So ist der Plan. Ich habe gerade auch meine allerletzten, auch die kleinsten Kartoffeln geschält. Ich dachte, ich hätte noch was. Und jetzt habe ich geguckt und geguckt. Und entweder haben die Kinder das irgendwo hingeräumt, wo ich das nicht finde. Ich war der Meinung, ich hätte letztens einen großen Sack Kartoffeln noch gekauft gehabt. Aber es kann auch sein, dass wir den doch schon verbraucht haben. Ich muss morgen unbedingt Kartoffeln noch kaufen. Gesundheit! Verreck doch nicht gleich hier. Ja. Auf jeden Fall hat das nur für diesen kleinen Topf gereicht. Ich denke, für gleich eben zum Abendessen für uns alle reicht es gerade mal so. Und für weitere Mahlzeiten muss ich morgen nach der Wassergymnastik oder nach dem Termin, Bestrahlungstermin, muss ich unbedingt Kartoffeln kaufen und noch ein paar andere Kleinigkeiten. So, die Zwiebeln, die brutzeln schon vor sich hin und ich reibe noch ganz schnell die beiden Möhren hier. Die gesellen sich dann gleich zu den Zwiebeln. Ich überlege gerade, ob ich noch Zucchini mit reinnehme, aber eigentlich nein. Nee, ich lasse das mit dem Zucchini, das muss jetzt nicht sein. So, Zwiebeln braten an und zwei Möhren wandern einfach noch dazu. Den Knoblauch, den schneide ich jetzt schnell mit dem Nicer Dicer Spicy. So, Knoblauch noch dazu. Und jetzt kommt einfach das Hackfleisch noch mit rein. Wie gesagt, das ist nicht viel. Ich habe
ich weiß nicht, das sind glaube ich gar keine 500 Gramm, sondern weniger. Ist wirklich nur für heute jetzt Essen. Ich denke nicht, dass irgendwas für morgen übrig bleibt. Jetzt auch noch ein bisschen salzen. Pfeffern. Und ein bisschen eben braten lassen, dass das alles so krümelig angebraten ist. So, die Kartoffeln kochen schon. Hier ist alles ein bisschen angebraten. Jetzt gebe ich einfach die Pilze zurück. Denn Sahne oder eben diese Kochsahne, was man so will, rein. Ein bisschen Wasser. Und ein bisschen Creme leicht. Ein Löffel gebe ich jetzt rein. Etwas Kräuteriges, ne? Also ich gebe jetzt ein bisschen Oregano und Majoran mit rein. Und köcheln lassen. Fertig. Mehr ist das nicht. Das wird jetzt unser Abendessen sein. Eben diese Hackpilzpfanne mit Kartoffeln. Ich mache jetzt Deckel drauf, die Hitze runter und dann darf das einfach alles fertig garen. So ihr Lieben, fertig ist das Abendessen. Kommt wieder in die Kategorie schnell und ohne Aufwand. Aber lecker, denke ich mal. Ja, auf jeden Fall. Ich habe die Soße probiert beim Kochen. Schmeckt gut und ist ohne irgendwie besonders viel Brimborium. Genau, jetzt werde ich die Bande zusammentrommeln. Wir werden essen und dann ist die Waschmaschine gleich fertig. Muss ich noch die Wäsche aufhängen zu Ende und noch ein paar Kleinigkeiten hier erledigen. Und dann, ja, denke ich mal Feierabend. Aber ich nehme euch auf jeden Fall noch ein bisschen mit. Und ja, aber jetzt mal essen. Ja, und jetzt ist es auch schon nach dem Abendessen. Die Waschmaschine, wie ich vorhin gesagt habe, ist fertig geworden. Also hole ich die Wäsche raus, gehe nach draußen und hänge die schnell auf. So viel war das jetzt nicht. Das waren so ganz große Sachen. Deswegen, ne, die Maschine war voll, aber an Anzahl der Klamotten war wirklich nur wenig was drin. Vor allem eben, ne, Raffis große Sachen, die nehmen ordentlich Platz in der Waschmaschine. Ich habe dann aber auch noch Badezimmerteppiche reingeschmissen. Die drehen dann auch jetzt gerade ihre Runden und ich kümmere mich jetzt einfach um die Küche. Aber der Geschirrspüler ist noch voll. Der ist vorhin fertig geworden. Das heißt, ich muss den Geschirrspüler erstmal ausräumen. Genau das mache ich jetzt. Dann räume ich das, was wir gerade gebraucht haben, ein und mache die Küche sauber. Alles, was dazugehört. Ich habe morgen Vormittag keine Zeit, mich drum zu kümmern. Also reiße ich mich jetzt zusammen, obwohl ich eigentlich am liebsten aufs Sofa gehen würde. Und ja, stattdessen räume ich die Küche auf, putze den Herd, die Arbeitsplatte, Waschbecken, wische den Tisch ab, spüle die Thermoskannen und Thermobecher von meinen Männern aus und so weiter und so fort. Und am Ende nehme ich mir meinen Wischsauger und gehe damit einmal in der Küche durch. Den Rest des Hauses auch nur so minimal, vor allem aber eben die Küche und den Flur muss ich einmal damit durchwischen und saugen gleichzeitig, nur weil ja, das eben die Räume sind, in denen es immer am dreckigsten ist. Ja, das erledige ich jetzt ratzfatz. Und dann sehen wir uns kurz im Arbeitszimmer wieder.
So, ihr Lieben, wir haben jetzt 10 nach 8 schon. Wir haben vorhin gegessen, es hat allen sehr gut geschmeckt, hat auch gereicht. Es sind sogar noch Kartoffeln da. Kann dann Rafi sich morgen nach der Schule die noch mit Ei anbraten oder so. Je nachdem, ob ich da bin oder nicht, kann ich das machen. Ansonsten, wenn ich nicht da bin, macht er das auch selber. Ja, ich habe die Küche jetzt auch schon tippitoppi aufgeräumt. Im Geschirrspüler ist noch Platz, das heißt, ich kann ihn noch nicht anschmeißen. Aber morgen früh, wenn alle gegessen haben und so, kann ich dann den Geschirrspüler starten. In der Waschmaschine drehen sich gerade noch die beiden Badezimmerteppiche. Ich mache ja nicht immer einen Teppich waschen, sondern ich sammle dann erstmal ein, zwei zusammen. Drei vielleicht sogar, je nachdem. Heute sind es zwei. Die drehen dann ihre Runden. Wenn die gleich fertig sind, muss ich die nur noch schnell auf der Terrasse wieder aufhängen. Und dann ist Schicht im Schacht. Ich muss mir nun unbedingt gleich noch den Wecker stellen. Ich muss morgen früh los oder früher los. Hab morgen erstmal noch die Bestrahlung. Ich habe die Malereien von dem Doc abgekriegt. Ich dachte schon, erstmal, als er mit dem dicken Stift dann gekommen ist, dass das ein richtiger Edding wäre, ne, der nicht abwischbar ist. Aber ich habe das gestern einfach in der Dusche gut abwaschen können. Ich glaube, ein paar Striche sind noch. Hat wenigstens Steffi heute Morgen gesehen, heute Nachmittag meine ich schon, gesehen, als ich bei der Ergo war. Ja, habe ich jetzt abgekriegt. Aber ich habe morgen halt noch die nächste Bestrahlung. Dann habe ich Wassergymnastik. Und ich habe ja, Entschuldigung, letzte Woche ausfallen lassen, weil es mir überhaupt nicht gut ging. Das heißt, ich muss morgen unbedingt hin, weil ich nicht zu viel versäumen darf. Sonst wird man gekickt, ne? Die Warteschlangen sind angeblich lang. Ja, deswegen muss ich unbedingt hin. Zwischendurch werde ich versuchen, ein bisschen was im Haushalt zu erledigen. Und ich muss auf jeden Fall noch ein bisschen wieder, tatsächlich wieder, könnt gerne lästern, wer will. Ich muss morgen wieder einkaufen, weil ich 0 Kartoffeln mehr im Haus habe. Toast, die weißen Toastscheiben, die sind auch alle. Das heißt, und Wasser geht auch zur Neige. Ich muss ein paar Kleinigkeiten morgen auf jeden Fall bei Lidl einkaufen. Ja, der Tag wird wieder voll sein. So, ich musste gerade einen neuen Akku einsetzen. Der andere war schon wieder leer. Ja, morgen ist der Tag wieder voll verplant. Am Freitag hatte ich aber auch irgendwas, glaube ich. Muss ich noch nachgucken auf dem Kalender. Auf jeden Fall, die Wochen jetzt bis meiner Aufenthalt in der Klinik sind randvoll eigentlich, ne? Jeden Tag mindestens ein Termin, an manchen Tagen sogar mehrere. Deswegen ist es ein bisschen schwierig hier. Ich versuche dann eben so viel wie möglich zwischendurch noch zu erledigen, aber das Bad habe ich heute zum Beispiel nicht geschafft. Muss ich zusehen, dass ich das morgen putze. Also das ganz Normale, ne, was man so täglich macht, einmal mit über Waschbecken gehen und einmal vielleicht jeden Tag oder alle zwei Tage mit diesen extra feuchten Toilettentüchern, ne, so WC-Putztüchern, einmal über die Klobrille und so weiter. Das ist ja ganz normal, das ist klar, aber so richtig Bad putzen habe ich heute nicht geschafft. Ja. Ist dann nun mal so. Irgendwas wollte. Achso, bei uns geht es hier geradezu wie in, keine Ahnung, womit man das vergleichen kann. Alle paar Minuten brettert hier ein Riesentrecker am Haus vorbei. Es sind mehrere halt, ne? Also, oder LKW, weil ich glaube, wir haben oben hinterm Dorf da jetzt auf dem Stroterberg Rübenfelder und es hat gerade die Zeit angefangen. Ich habe ja gestern erzählt, dass in Uelzen in der Stadt stinkt bestialisch nach Zuckerfabrik. Ich krieg manchmal echt, also ich musste gestern ja da ein bisschen rumlaufen und davor auch schon. Geht gar nicht, der Gestank. Und und auf den Straßen sieht es auch dementsprechend aus, ne? Also die ganzen Trecker und LKW, die in Richtung Zuckerfabrik tuckern. Und bei uns wird oben wohl gerade geerntet, ne? Gesammelt. Und
Es düst hier ständig, also das Haus zittert, weil in der Küche hört man das immer sehr dolle, wenn man dann da steht. Ich habe mich vorhin wieder verjagt, bretterte wieder irgendwas Schweres am Haus vorbei. Naja, dann sind die schneller fertig mit den Rüben da oben. Die müssen natürlich auch das gute Wetter jetzt ausnutzen und so viel ernten, wie es nur geht. Ne? Ist ja klar. Aber es ist halt bis spät in die Nacht, es ist jetzt schon dunkel und die fahren immer noch. Und morgens früh geht es schon, sobald es anfängt, überhaupt irgendwie hell zu werden, fing es heute schon an. Genau. Ich würde versuchen, euch natürlich weiterhin irgendwie mitzunehmen, wobei auch immer, was ich so schaffe. Aber manchmal wird es halt auch chaotisch in den nächsten Tagen, das kann ich euch jetzt schon sagen. Ich hoffe, es macht euch nichts aus. Ne, wenn ich so viele Termine habe, nächste Woche wird es noch lustiger. Ich muss nach Lüneburg zu meinem Rheumatologen, ne, der Termin, der alle 3-4 Monate stattfindet. Ich muss dann aber gleich am selben Tag auch wieder nach Uelzen, das ist da lang, und dann ganz in andere Richtung und so weiter. Also Dallenburg geht auch nächste Woche los mit den Terminen für Kieferphysio. Bah, Katastrophe. Ich habe eine Frage an euch, fehlt mir gerade so ein. Habt ihr eine Idee, welche App ich am besten oder irgendwas ich mir runterladen kann? Ich brauche einen richtigen Planer. Ich meine damit nicht den Kalender, der sowieso auf jedem Handy irgendwie vorinstalliert ist oder so, sondern einen Planer, in dem ich wie im Kalender jetzt, der bei mir an der Wand zum Beispiel hängt. Indem ich jetzt einfach alle Termine, sag mal, pro Woche auf einen Blick habe. In dem Kalender, den ich so jetzt auf dem Handy installiert habe, da kann man nur Tag für Tag sehen. Da ist zwar diese, ne, so der Kalender für den ganzen Monat, ne, so Montag, Dienstag, Trallewalle, ne, mit den Daten. Aber wenn du jetzt wissen willst, wann du welchen Termin hast, musst du auf das direkte Datum dann klicken. Und das ist mir zu blöd. Ich will irgendwie eine, damit ich, wenn ich jetzt neue Termine mache zum Beispiel, ne, dann, dass ich dann auf einen Blick sehe, wann ich Lücken habe, wann ich wo noch irgendwie reinstopfen kann. Weil ich so viele Termine momentan habe. Und wenn ich jetzt dann noch irgendwas, wenn ich das schaffe, heute habe ich das nicht geschafft, leider, Psychiaterin anzurufen, ne? Wenn ich da noch irgendwelche Termine kriege, muss ich die ja irgendwo unterbringen. Und ich weiß einfach nicht, ich hol mal mein Handy. So, Gehirn ist da. Und jetzt gucken wir mal. Oh Gott, ohne Brille geht auch gar nichts mehr. Ne, hier habe ich jetzt den Kalender, der ganz normal auf dem Handy drauf ist. Ne, so sieht er aus. Aber es ist nichts, wo man irgendwie draufklicken kann. Moment, Woche. Ach, bin einfach nur blöd. Okay, ich habe es gefunden, wie man das machen kann. Und da sind auch tatsächlich meine ganzen Termine schon oder einige davon drinne. Okay. Aber auch irgendwie nicht so optimal, wie ich das hätte. Na, guckt mal. So schaut das jetzt aus. Naja, besser ist gar nichts, ne? Okay, ich habe es jetzt gefunden. Fehlen einige Termine. Ich muss das alles noch dann zu Ende. Aber irgendwie ist es nicht so, wie ich das haben will. Gibt es da irgendeine App, die bedienfreundlicher irgendwie ist? Ich habe auch kein... Ich glaube nicht. Ich habe auch kein kleines Kalenderchen so... wie Buch halt auf Papier. Ich habe für nächstes Jahr so ein ganz kleines, letztens habe ich euch ja gezeigt, ne, gekauft.
für Handtasche, aber für dieses Jahr habe ich nichts. Und ich habe gerade dieses Jahr noch jetzt so viele Termine. Falls ihr eine Idee habt oder einfach mal sagen, was ihr nutzt, natürlich was Kostenloses, ne? Also auf dem Handy, nicht, dass ich da irgendwie für die, ne, kaufen muss oder sowas, aber was halt auch bedienfreundlich ist. Das wäre ganz lieb, wenn ihr mir da jetzt ein paar Ideen, vielleicht, okay, Links geht nicht, glaube ich, in den Kommentaren, aber ihr habt ja meine E-Mail-Adresse, die ist in der Kanalinfo. Nein, nicht ein Video, sondern Kanalinfo, da ist meine E-Mail-Adresse. Oder wer auf Instagram ist, kann man auch dann Privatnachrichten schicken. Ne? Ja, oder auf Telegram, genau. Telegram habe ich auch. Da könnt ihr mir auch vielleicht ein paar Ideen zuschicken. So, ihr Lieben, aber für heute war es das. Ich glaube, ich habe jetzt lang genug gequatscht, auch schon wieder. Ich habe jetzt den ganzen Haus hier unten einmal durchgesaugt, in der Küche vor allem und im Flur mit dem Wischaufsatz. Mehr schaffe ich heute nicht. Ich weiß auch nicht, warum ich heute so kaputt bin. Ich habe heute so lange und eben so viel. Ich bin gestern früher ins Bett gegangen, also letzte diese Nacht. Waschmaschine ist fertig. Okay. Ich habe, glaube ich, 10 Stunden gepennt. Als ich dann, weil heute Morgen keine Termine waren, Vormittag, als ich dann aufgewacht bin, habe ich auf die Uhr geguckt und dachte erstmal, ich gucke nicht richtig, ich musste erstmal mehrmals gucken. Ich habe einfach richtig lange geschlafen. Okay, Steffi meinte, ne, meine Ergotherapeutin, die meinte, ja, dann hast du das wohl gebraucht. Kann sein, ich habe die letzten Tage doch schon ganz schön viel erledigt gehabt und viele Termine und sowas. Aber das hat mich heute auch ein bisschen irgendwie aus dem Ganzen rausgekickt. Ich wollte viel mehr erledigen an dem Tag, an dem ich eben nicht so viele Termine habe und habe kaum was geschafft. Jo, so sieht's aus. Egal, okay. Das war's jetzt für heute, ihr Lieben. Ich hoffe, euch hat das kuddelmuddelige Video trotzdem gefallen. Wenn ja, dann wie immer Daumen hoch, abonnieren nicht vergessen, wer mag. Bleibt gesund und wir sehen uns ganz bald wieder. Tschüss.